Ja, vielen Dank. Ich versuche es schnell zu machen. Viele kennen ja das NUM, das Netzwerk Universitätsmedizin. Das muss ich, glaube ich, an der Stelle auch nicht vorstellen. Die Herausforderungen und die Aufgaben sind ja schon angesprochen worden, insbesondere im Grußwort von Frau Rauschenberg, aber auch in der Podiumsdiskussion vorhin. Die Herausforderungen durch die Pandemie stellten halt alle vor die Voraussetzung, dass wir eigentlich Datenstrukturen gebraucht hätten, die es noch nicht gab. Aber die Betonung lag auf noch, denn die Medizininformatik-Initiative war unterwegs. Bei der, ja, ich nenne es mal Gründungspressekonferenz für das NUM. Sie sehen hier rechts das Bild mit der Bundesministerin, Herrn Krümer und Herrn Drosten, war unter anderem formuliert worden der Bedarf, dass perspektivisch an allen Universitätskliniken die Daten der behandelten Covid-19-Patienten systematisch erfasst und in einer Datenbank gebündelt werden sollen und dass mithilfe eines breiten Datensatzes die Krankengeschichten der Patienten zusammengeführt werden sollten und analysiert werden sollten, um eben Grundlagen zu bieten für Diagnostik, Pandemie-Management und Therapieentwicklung. Das ist auch in den weiteren Stellungnahmen auch konkretisiert worden. Das Thema standortübergreifende Zusammenführung war ein wichtiges Element dann des Kernkonzepts des Netzwerks Universitätsmedizin, auch in einer parlamentarischen Anfrage, die beantwortet wurde von der Bundesregierung im Oktober, wurde nochmal hervorgehoben, dass es eine solche zentrale Zusammenführung braucht und dass dort eine Zusammenarbeit mit der Medizininformatik erfolgt. Denn der wichtige Punkt war, dass klar war, dass man zum einen natürlich die tiefe Studien durchführen muss. Die sind ja auch erfolgt. Alle kennen das NAPCON-Projekt oder die Projekte oder Kohorten von NAPCON. Aber es ist zugleich auch klar geworden im Verlauf der Pandemie, dass es immer neue Fragen gibt, die man idealerweise tatsächlich schnell aus Routine bei Daten beantworten kann. Und insofern war es aus unserer Sicht wichtig, in der Medizininformatik-Initiative hier ein Angebot zu machen, dass wir eben die Studienfähigkeit mit der Routine-Datenwelt zusammenbringen und diese Vorgabe der zentralen Datenbank dahingehend unterstützen, dass wir sie aufsetzen und damit ergänzend und passfähig ausgestalten zu den ja im Aufbau befindlichen dezentralen Strukturen der Medizininformatik-Initiative, spricht der Datenintegrationszentren der einzelnen Universitätsmedizinstandorte. Jetzt sollte es weitergehen. Warum geht es nicht weiter? Moment, ich habe gerade ein technisches Problem. Doch, jetzt geht's weiter. Genau. Das ist nochmal die Zielsetzung, also Aufbau eines bundesweit einheitlichen datenschutzkonformen einer Infrastruktur, einer Datenbank zur Speicherung von Covid-19-Forschungsdatenzentren, da komme ich gleich zu, sowohl aus zentralen Komponenten einer zentralen Datenbank und entsprechenden Komponenten besteht, als auch aus dezentralen Datenerfassungsinstrumenten, Schnittstellen und Datenrepositories. Dazu braucht es einen Use-and-Access-Verfahren und ja, Mechanismen zum Datentransfer, zum sicheren Datentransfer und Treuhandfunktion. Der angestrebte Mehrwert war, die komplexen Covid-19-Forschungsdatensätze zusammenzuführen, pardon, über alle Unikliniken hinweg. Diese alle sind ja auch Partner im NUM, in pseudonymisierter Form und die damit der Forschung zur Verfügung gestellt werden können. Etwas schwierig ist es zu verstehen, im Kontext der vielen Projekte des NUM. Hier muss man eben sagen, dieses Projekt, diese Forschungsdatenplattform, die wir dann also sehr ausgiebigen Überlegungen irgendwann Codex genannt haben. Diese Austauschplattform gruppiert sich ein in unterschiedliche Vorstudien und Strukturen. Das eine ist, das ist oben in Blau dargestellt, eben die technischen und organisatorischen Strukturen der MII. Und das sind auf der technischen Seite eben die Datenintegrationszentren jedes einzelnen Standorts. Und das ist zum Zweiten die Zwischenlösung, die für die als Studienplattform ausgewählt wurde, das ist die Studienplattform des DZHK. Und beide gehen über und speisen ein in die zentrale Plattform. Das ist in der Mitte dargestellt, die Codex-Plattform.
Die Plattform hat also somit sowohl zentrale als auch föderierte Verarbeitungsanteile. Die Unikliniken werden über die DITZE an die Plattform angebunden und die NAPCON-Studiendaten, zumindest Teile davon, werden überführt und werden in der zentralen Plattform nach verfügbar sein. Das ist also die Zielsetzung dieses Projekts. Was war wichtig? Warum war die Medizininformatik-Initiative ein Stück weit prädestiniert, dies zu tun? Klar, die Datenintegrationszentren sind vorhanden bzw. im Aufbau. Der Kerndatensatz stand mit den Mechanismen und der Kooperation mit den Standardisierungsorganisationen, das hat Herr Kanzler vorhin dargestellt, zur Verfügung und stand sozusagen Pate für die Entwicklung des Gecko-Datensatzes durch die Experten des Gecko-Teams. Die Datenschutzkonzepte, Use-and-Access-Komitee-Konzepte bis hin zur Nutzungsordnung standen ein Stück weit Pate für die Verfahren im NUM, auch bezüglich der Governance und natürlich die auch erwähnten infektiologischen Use-Cases der Konsortien namentlich, also hier die genannten Use-Cases aus Highmead und Smith, waren natürlich wesentliche Motoren nicht nur des Codex-Projekts, auch weiterer Projekte, aber eben auch des Codex-Projekts. Und wir haben lokale Covid-19-Datenbanken und Register erfasst und verfügbar gemacht im letzten Jahr. Das waren die Vorarbeiten, die hier also relevant waren. Wichtig war mit der Anforderung der Ausschreibung des NUM, stellvertretend durchgeführt durch die Charité, waren Anforderungen gesetzt. Herstellerneutralität, keine proprietäre, offene Spezifikation, Standardisierung oder Standardnutzung waren ebenso Kriterien wie Skalierbarkeit. Wichtige Grundlage des gesamten Konzepts war, dass eben der Gecko-Datensatz, der vereinheitliche Basisdatensatz für Covid-19-Patienten, dass dieser eben verarbeitet werden soll und dass dieser über eine FHIR-Schnittstelle kommuniziert werden und importiert werden kann in die zentrale Datenbank. Und dass zugleich eben Grundlagen gelegt werden für Datenabfragen und Analysen. Das waren die technischen Voraussetzungen. Rechtlich war klar, dass im Projekt Rechtsgrundlagen betrachtet und geschaffen werden mussten. Das hat in der Tat dann mehr Arbeit gemacht als zunächst vorhergesehen, weil die hohe Parallelität von Maßnahmen, die durchgeführt wurden zur gleichen Zeit im Rahmen der Pandemie, die eine oder andere Doppelentwicklung nicht ganz haben verhindern können. Wir haben da also schon versucht zu systematisieren, aber ist nicht ganz gelungen. Wir haben von Standorten durchaus auch Klagen bekommen, dass eben jetzt unterschiedliche Konsente für unterschiedliche Projekte für die gleichen Covid-Patienten im Umlauf sind. Das ließ sich im Rahmen der Pandemie und der erforderlichen Hektik und Zeitknappheit gerade im letzten Jahr nicht ganz vermeiden. Das war also auch eine wichtige Tätigkeit. Jetzt ganz kurz zur Architektur. Das sind also Folien der betreffenden Fachkollegen, die das auch bei Nachfragen wesentlich besser beantworten können als ich. Wir haben also die grünen Komponenten hier links. Da steht auch das DITZ drin. Das sind also die Unikliniker und die Komponenten, die es also rund um das DITZ, also an den Standorten bereits gab, ergänzt. Um rote Bestandteile, hier rot gezeichnet, die eben die zentrale Plattform ausmachen, in der Mitte gezeichnet, oder eben die wichtigen Schnittstellen, die Ausleitungsschnittstellen in die zentralen Plattformen darstellen. Wir haben also beispielsweise hier links einen NUM-Knoten, der eben Daten extrahiert aus dem DITZ und die sichere Kommunikation und Verfügbarmachung über dezentrale Abfragen, aber eben auch über Ausleitung in die zentrale Forschungsplattform ermöglichen. Das ist also ein ganz wesentliches Element. Da nicht in allen Standorten alle Gecko-Daten verfügbar waren aus Routinesystemen, mussten zusätzlich Erfassungsinstrumente geschaffen, vereinheitlicht und angebunden werden. Das ist also auch in hohem Ausmaß gefunden. Die Plattform ihrerseits hat also nicht nur Nutzungsmöglichkeiten, sondern bietet eben auch die Anbindung zu bestimmten Apps oder eben auch Zugriffe und Fusionsmöglichkeiten zu weiteren Projekten und Datenbanken des NUM. Soweit zur Zielsetzung verwendet wurden Standards,
die hier genannt sind, Vielzahl von Applikationen wurde unterstützt. Die Zielsetzung ist am Ende, diese Daten eben unterschiedlichen Stakeholdergruppen zur Verfügung zu stellen. Da laufen auch entsprechende Gespräche. Wir sind hier gemeinschaftlich angetreten mit einer Nachnutzung aus unterschiedlichen Konsortien, was die zentrale Plattform angeht, namentlich des HIMED-Konsortiums, was das Dashboard angeht, beispielsweise aus Smith, was die dezentralen Funktionen angeht, ist eben viel aus Miracom und DI Future genutzt worden. Wir haben damit, das erklärt vielleicht auch vorhin den Satz, der in der Podiumsdiskussion gefallen ist, tatsächlich geschaffen, sozusagen Bestandteile und Komponenten aus einzelnen Konsortien der MI hier also zusammenzuführen und auch auszurollen schon über die Konsortien hinweg. Das ist also ein ganz wesentlicher Fortschritt, den wir hier im Rahmen dieser Arbeiten erreicht haben. Dazu gehört auch, dass eben dann im Rahmen auch einer Verlängerung, die bis 2021 dann ausgesprochen wurde, eben viele Fragen dann geklärt werden können, die auch für die weitere Arbeit der MEI relevant sind. Wir haben beispielsweise den Consent erweitert um ein spezifisches Modul für diese Art der Zusammenführung in der NUM-Forschungsdatenbank Codex. Das ist zugleich aber auch die Vorlage für ein generisches Studienmodul, an dem unsere Arbeitsgruppe Consent jetzt arbeitet. Die Treuhandstellenprozesse wurden geklärt und für diese zentrale Zusammenführung aufgesetzt. Das war ein To-Do, was ohnehin auch auf der MEI-Liste stand. Wir werden sicherlich auch beim Thema Rückruf und Widerspruchsmanagement und Konsensverwaltung Ergebnisse haben, die wir nachnutzen können. Aktuell sind gerade die vertraglichen Grundlagen und die Nutzungsordnung für die zentrale Nutzung der Daten in Arbeit. Also vieles davon ist eben auch für die MEI über den Codex Anwendungsfall, den Codex Use Case, wie wir ihn auch nennen können, hinaus von hoher Relevanz. Ganz wichtig, dass ich zeige hier nur ein Beispiel. Herr Schüttler hat es vorhin selber nur am Rande erwähnt, diese Publikation. Das Ganze ist eben auch nachgewiesenermaßen nicht nur Theorie und Technik, sondern es lässt sich eben nutzen. Diese Letalitätsstudie, Herr Schüttler vorhin genannt hat, ist eben eine der Studien, die basierend auf dieser Plattform den dezentralen und den zentralen Komponenten eben bereits ausgewertet werden konnten. In dem Fall also über die dezentrale Abfrage, der glaube ich bei dieser Studie 14, bei der anderen Studie 18 Standorte beteiligt waren. Also wir können hier auch den Nachweis antreten, dass diese Strukturen nutzbar sind und Ergebnisse produzieren für die eigentlichen Fragestellungen. Ein ganz kurzer Blick zur Governance. Wir haben einen Lenkungsausschuss gebildet. Das haben alle Projekte des NUMS in gleicher Form. Dieser Lenkungsausschuss ist halt so vertreten, dass wir neben der Gesamtprojektleitung, die eben die beiden Koordinierungsstellen von NUM und MEI wahrnehmen, wir eben zwei Fachvertreter aus unserem nationalen Steuerungsgremium entsandt haben. Das sind also Herr Eils und Herr Prokosch. Dass das DZHK mit beteiligt ist, hier durch Herrn Naug vertreten, was eben diese Studienplattform stellt. Und dass seitens der nationalen Taskforce Professor Scholz entsandt wurde aus dem Uniklinikumsvorstand Schleswig-Holstein, gerade aktuell ja zum neuen VOD-Vorsitzenden gewählt, und Professor Fehreschild, der seinerseits ja auch führender Protagonist von NAPCON ist. Also auch da bereits eine integrative Zusammensetzung dieses Lenkungsausschusses. Nichts vergessen sollte man die Firma Adesso, die mit ihren Kollegen das zentrale Projektmanagement wahrnimmt in diesem Projekt. Soweit die Struktur. Was steht jetzt vor uns an? Natürlich sind diese Strukturen ja im Grundsatz nicht nur für Covid zu nutzen. Es ist also die Frage, wie man erstens im Sinne der Pandemic Preparedness diese Strukturen für den weiteren Pandemieverlauf, auch für künftige pandemische Verfahren fit macht, fit hält auch. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Die zentralen Strukturen müssen natürlich auch mal mitwachsen und mit angepasst werden, wenn wir in dezentralen Strukturen etwas ändern und entsprechend vice versa. Wir werden also in dieser engen Verzahnung auch weiterarbeiten. Wir wollen die Kombination von Studiendaten und Versorgungsdaten mit der Zusammenführbarkeit in der zentralen Plattform stärken, die Kooperation stärken und weitere Projekte integrieren. Und dazu ganz konkret als letztes, weil das ja für viele ganz aktuell ist, das NUM plant ja gerade die Weiterführung für die Jahre 2022/24 und da ist für Codex und damit auch übrigens für die MEI hochrelevant, dass es zum einen einen sogenannten Infrastruktursockel geben soll, der ist gerade in Verhandlung, dass es also einen Basisbetrieb gibt
der eben die wesentlichen Komponenten, sowohl die zentralen als auch die dezentralen, da gibt es also auch einen entsprechenden Punkt, der also in die dezentralen DIT-Strukturen fließt, dass damit also betriebssichernd Finanzmittel zur Verfügung stehen für den weiteren Betrieb der Plattform mit den zentralen und dezentralen Strukturen. Das ist angelegt auf 2022 bis 2024. Und das kennen viele eben auch, Codex, einer der Themen ist, die in den sogenannten NUM-Themenräumen gerade sehr intensiv diskutiert werden. Da geht es um die Weiterentwicklung von Codex, um weitere Fragestellungen, Verbesserungen, auch Zusammenarbeit oder Kooperation, Konvergenz mit weiteren NUM-Projekten, die entsprechende Datenbestände aufbauen. Da ist gerade ein Team zusammengestellt und gewählt worden im Themenraum, das Team Codex Plus, was diese Weiterentwicklung zumindest für das Jahr 2022 plant. Was auch gerade in der Diskussion ist, ist natürlich, dass dieser Betrieb dieser Infrastrukturen, der Codex-Plattform und weiterer Infrastrukturen des NUMS eine Governance braucht. Da sind gerade erste Ideen in der Diskussion. Das wird sicherlich auch wichtig, wie wir eben mit dieser Governance oder mit Blick auf diese Governance auch die Kooperation zwischen Medizin Informatik-Initiative und NUM ausbauen und stärken und damit sozusagen in beide Richtungen, sowohl in die Richtung der Stärkung der dezentral föderierten Strukturen, aber auch passfähige Betriebsfähigkeit und Zukunftsfähigkeit der zentralen Strukturen, dass wir da möglichst gut koordiniert gemeinsam vorgehen können. Das werden spannende Monate noch in diesem Jahr und sicherlich auch in den kommenden Jahren zu dem Thema. Aber an dieser Stelle reicht das für den Überblick und für das Update. Vielen Dank und gerne Fragen.